Hallo zusammen und herzlich willkommen auf technophil.de. Ich bin der Björn und heute zeige ich euch ein weiteres Unboxing. Diesmal von einem Gerät, was mich persönlich sehr interessiert, und zwar das hier vor euch liegende Huawei P9 Lite. Das P9 Lite hat im Vorfeld und auch in diversen Internetforen schon einiges an Lorbeeren kassieren dürfen. Es liegt hauptsächlich daran, weil dieser Prozessor, der da drin ist, der von Huawei selbst entwickelte Kirin 650 Octa-Core-Prozessor mit 4x2 GHz und 4x1,7 GHz im 64-Bit-Format natürlich, der soll mehr oder weniger auf dem Niveau des Snapdragon 810 sein, abgesehen natürlich von der Hitzeentwicklung. Also der soll eine richtige Rakete sein, das Ganze in der Mittelklasse. In diesem Fall für unverbindliche Preisempfehlung 299 Euro. Gut Stück weit günstiger ist es inzwischen sogar schon geworden. Das Gerät findet man im Angebot hier und da schon mal für 250 Euro aktuell im Internet. Zu erwähnen ist jetzt vielleicht noch, und danach fange ich auch an, das Gerät jetzt mit euch auszupacken, dass dieser Prozessor im neuen Honor 5T ist es, glaube ich, ebenso zum Einsatz kommt, was eine unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro sogar nur hat. Ist hier und da an einigen Stellen halt eine abgespeckte Version dann von diesem P9 Lite, von der günstigen Tochterfirma von Huawei. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen noch ganz kurz um die Verpackung. Da verrate ich euch nicht zu viel, wenn ich euch sage, da steht annähernd gar nichts drauf. Hier haben wir die beiden E-Mail-Nummern. Hier haben wir die Gerätefarbe, das ist weiß. Das Gerät gibt es auch noch in Schwarz und Gold. 16 GB ROM. ROM ist nicht wirklich der richtige Ausdruck dafür, aber es ist halt der interne Speicher. 3 GB RAM. Das Ganze erweiterbar bis zu 128 GB per MicroSD-Karte. Der interne Speicher natürlich nicht daran. Die Seite hat nichts. Die Seite hat das Huawei-Logo. Die Seite hat nichts. Die Rückseite bietet im Großen und Ganzen ebenso wenig. Hier irgendwelche merkwürdigen Logos, Made in China bei Huawei Technologies und so weiter und so fort. Aber insgesamt nichts Spannendes. Da die ganze Geschichte so unspannend ist, werde ich das Gerät jetzt einfach mit euch auspacken. Ich könnte jetzt vielleicht zwischendurch noch erwähnen, dass das Gerät hier von mir repariert wurde. Ich habe das relativ günstig erstanden und habe das Display an der Stelle ersetzt. Und das passende Video dazu findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Auf der technophil.de werde ich das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bloggen. Ist nicht der richtige Umgang dafür, sagen wir mal. Die Verpackung kann man an der Stelle jetzt vielleicht im Video halbwegs sehen, ist Huawei-typisch relativ schlicht und edel gemacht. Ist nicht das billigste Plastik, was hier an der Stelle verwendet wurde. Das Schwarze gibt der ganzen Geschichte einen relativ hübschen Geschenkverpackungston, sagen wir mal. Hier drin sind noch drei solche lustigen kleinen Kästchen, da gucken wir direkt mal rein. Hier haben wir ein Micro-USB-Kabel. Mehr oder weniger Standardqualität. Hier ist übrigens noch nebenbei erwähnt der alte Typ B Stecker drauf. Der Typ C Stecker ist dem Huawei P9 ohne Lite vorbehalten. So, hier haben wir das Ladegerät drin. Output 5 Volt, 1 Ampere. Also Standardkost an der Stelle. Hier habe ich übrigens noch die Kopfhörer vergessen in der ersten Packung. Relativ interessant geformt. Na gut, schauen wir mal, wie sich die nachher ins Ohr einführen lassen. Der Rest ist hier leer und hier haben wir zuletzt noch jede Menge Papierkram und die SIM-Nadel. So, eine Schnellstartanleitung in 7 verschiedenen Sprachen, wo relativ wenig sinnvolles Zeug drin steht, wie immer. Kurzer Rundgang ums Gerät, den mache ich mit euch selber direkt. Und eine Garantiekarte, die sich in diesem Fall natürlich schon bei mir erledigt hat. So, wie üblich einmal ganz schnell und kurz aufüber. Das habe ich ja größtenteils nebenbei schon gemacht. Der gesamte Packungsinhalt des Huawei P9 Lite. Das ganze Gedöns, was wir jetzt nicht brauchen, räumen wir mal kurz zur Seite. Dann gehen wir ums Gerät drumherum. Die Front, wie üblich, dominiert vom Display. In diesem Fall ein 5,2 Zoll Display, Full HD Auflösung, also 1920x1080 Pixel. IPS-Technologie wird dabei verwendet. Unten haben wir noch das Huawei-Logo. Ihr seht es jetzt schon vielleicht. Das Gerät hat keine separaten Tasten, also wird das Ganze wie üblich on-screen laufen, wie bei Huawei üblich. Oben haben wir noch eine 8-Megapixel Selfie-Cam und daneben Benachrichtigungs-LED oder Sensoren oder sowas in der Richtung. In der Mitte natürlich noch der Lautsprecher-Grill, auch wenn da soweit kein Grill drin zu sehen ist, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die Seite, hier haben wir die SIM-Schublade. Wenn ich es richtig weiß, ist das eine
Hybrid-Variante, also mit anderen Worten hier in diese Schublade, das werden wir nachher sehen, kann ich entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte einsetzen. Zwischendrin hier noch so eine Metallunterbrechung. Der Rahmen hier aus Aluminium, wie es sich gerade in der Preisklasse inzwischen schon mehr oder weniger gehört, vor anderthalb Jahren noch undenkbar gewesen. Hier oben haben wir den 3,5 mm Klinkenanschluss, ein Mikrofon zur Rauschunterdrückung. Seitlich die Tasten für an-aus, laut, leise. Das Ganze wieder mit einem schönen Druckpunkt. Ich probiere mal wieder ganz leise zu sein. Das macht schön Klick. Das finde ich persönlich sehr schön bei solchen Geräten. Auf der Unterseite, abgesehen von den kleinen Macken hier, haben wir die beiden Grills hier. Ich vermute, dass nur einer davon für Lautsprecher da ist. Kann natürlich auch beide sein, das weiß ich nicht so genau. Aber wahrscheinlicher ist, dass einer für Lautsprecher da ist und der andere nur Zierde und das Mikrofon noch beinhaltet. Unten der angesprochene USB-Typ B. Micro-USB-Anschluss und auf der Rückseite ein Fingerabdruckscanner, übrigens der gleiche, der auch im großen Bruder im P9 verbaut ist, soll auch von der Geschwindigkeit her komplett identisch sein. Schön in die Rückseite eingelassen, die übrigens aus Kunststoff ist, fühlt sich allerdings relativ wertig und vor allen Dingen sehr rutschsicher an. Finde ich bis hierhin ganz in Ordnung. Single-LED-Blitz, passend zur 13-Megapixel-Hauptkamera, Sony-Sensor, wenn ich mich nicht ganz irre, unten noch ein CE-Kennzeichen. Huawei-Logo, das war es im Großen und Ganzen. Insgesamt, wie für Huawei üblicherweise inzwischen typisch, ein sehr schickes Gerät. Die haben sich ja die letzten Jahre sehr stark auch auf das Design spezialisiert. Der Akku, fest verbaut, hier hinten drin, 3000 mAh, hat auch in der Fachpresse viel Lob gekriegt. Das werde ich im Testbericht an der Stelle erwähnen können. Das wird mit Sicherheit nicht mit meinen bevorzugten Akkumonstern mithalten können, aber vielleicht haben wir wenigstens eine vernünftige Auswahl bzw. eine vernünftige Laufzeit, was den normalen Android-Markt betrifft. Ihr seht jetzt hier, kann ich die Micro-SD-Karte so einlegen. Alternativ kann ich auch meine SIM-Karte hier, also meine Dual-SIM-Karte mit einlegen. Die kommt dann einmal hier rein. Upp, komm her, zweite. Hier ist die zweite. Die kommt dann so rein. Dann wird das hier eingeführt. Da ich im Testbericht hauptsächlich auf Dual-SIM unterwegs sein werde, möchte ich jetzt direkt an der Stelle die Micro-SD-Karte mit einbauen. Die ist auf EXFAT formatiert, sprich das Format, was eigentlich für diese Karten gedacht ist. Es gab ja gerade bei den Audio-Geräten immer wieder. Wir sind zwar für 64 GB oder 128 GB Karten oder sowas in der Richtung ausgelegt, aber in Wirklichkeit bedeutet das nur, dass er die Karte neu auf FAT32 formatiert. So, dann machen wir das Gerät an. Das sollte problemlos starten. Habe ich schließlich gemacht. In der Zwischenzeit die SIM-Nadel weg, zoome ein bisschen näher ran. So, und dann lasse ich euch wieder ganz kurz alleine, bis das Ding hier gestartet ist. So, da bin ich schon wieder. Könnte ich jetzt an der Stelle erwähnen, der Startvorgang ging sehr, sehr flott vonstatten. Emotion UI wurde noch beworben, ansonsten ist nichts weiter passiert. Die Sprache ist schon auf Deutsch vorgewählt, dadurch, dass ich eine deutsche SIM-Karte drin habe. Funktioniert soweit gut. Region Deutschland nehmen wir auch. WLAN. Gehen wir mal ganz kurz rein. Das hier ist übrigens die von mir sowieso immer installierte Swipe-Tastatur. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Huawei die vorinstalliert benutzt. Mir persönlich gefällt es sehr gut, weil es mit Abstand die beste Tastatur halt fürs Swipen, also für dieses Bahnenziehen, was ich grundsätzlich immer mache. Das Passwort gebe ich hier mal ganz kurz ohne euch ein. So, schon erledigt. Verbinden wir mal. WLAN-Empfang scheint aktuell relativ gut zu sein. Update-Programm ermöglichen auf SD-Karte zuzugreifen. Macht das, wenn du nichts Besseres zu tun hast. So, dann gehe ich auch weiter. Richtlinie zur Aktualisierung, allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich möchte. Oh, hier muss ich die Sachen tatsächlich einzeln anklicken. Ich bin für die Huawei Datenrichtlinie, ich bin für die Systemaktualisierung und ich bin für was? Automatische Aktualisierung der Magazinthemen-Coversammlung über eine WLAN-Verbindung mit Bild- und Magazinthemen entfernen. Okay, das klingt nicht so, als wäre es für mich wichtig. Weg damit. Erweitertes Interesserlebnis zulassen. Also hier kommen einige Sachen.
Hier geht es jetzt darum, ob ich das Ding als neues Gerät oder als Kopie eines alten Geräts einrichten möchte. Nein, danke bedeutet in diesem Fall als neues Gerät einrichten. Wir überprüfen irgendwas. Mein Google-Konto. So, wie immer, meinen Namen dürft ihr sehen. Mein Passwort dürft ihr nicht sehen. So, eingegeben, weiter. Was? Ich akzeptiere irgendwas, ja, klar. Ich akzeptiere alles. Ich möchte die Standortgenauigkeit verbessern und was weiß ich nicht alles. Google-Dienste. Die Bildschirmsperre festlegen. Ich werde zwischendurch mal wieder den Fingerabdrucksensor benutzen, aber ansonsten geschenkt. Ich verweigere das Wiederherstellen von irgendwas. Ich lasse zu, oh mein Gott. Also ganz im Ernst, dieses Android Marshmallow hat auch Schattenseiten. Dieses dämliche Nachgefrage an der Stelle nach allem möglichen Pipapo geht einem dann doch auf den Keks manchmal. So, jetzt bin ich endlich soweit. Ein Huawei-Konto habe ich an der Stelle jetzt auch nicht eingerichtet. Wir wollen ja schließlich nochmal kurz zwei, drei Sachen gucken. Ja, von mir aus kannst du überall hingucken. Die Piraten und anderen Datenrechtler unter euch werden jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach die Fußnägel aufgerollt kriegen. Ich akzeptiere alles, ist mir auch alles ehrlich gesagt ziemlich egal. So, hier kriege ich schon irgendwelche Nachrichten. Allererstes gucken wir uns, denke ich mal, an, wie das Display denn so aussieht. Und da bleibt zu sagen, es ist erstmal schön hell. Es ist schön blickwinkelstabil. Es dreht sich die ganze Zeit mit, während ich irgendwas mache. Das ist, wie heutzutage ehrlich gesagt üblich, gerade bei den IPS-Displays, ein sehr, sehr gutes Display. Da macht man definitiv an der Stelle nichts falsch. Die minimale Helligkeit würde ich gerne an der Stelle noch sehen. Oh ja, die ist auch schön niedrig. Nicht ganz so arg niedrig. Das war schon übertrieben, wie es beim Xiaomi Redmi Note 2 war. Da habe ich an der Stelle schon überhaupt nicht mehr gesehen, wo ich überhaupt drauf drücken muss, um das Ding wieder hell zu kriegen. Hier treffe ich einfach nur nicht, weil mein Fingerchen ein bisschen dick ist. Aber insgesamt gutes Display. Schauen wir uns ganz kurz hier noch drin um. Huawei typisch. Die Emotion UI hat keinen eigenen App Drawer. Das heißt, sämtliche Apps, die vorinstalliert sind, sind in irgendeiner Weise auf den Startbildschirm verteilt. Das sind an der Stelle jetzt nicht allzu viele. Hier haben wir die ganzen Google Apps. Nichts, was nicht grundsätzlich jede Firma hätte. Eine Galerie ist separat vorinstalliert. Nachrichten tippe ich mal auf SMS. Ja, aktiviere. Keine Konversation, neue Nachricht. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es SMS ist. Ich werde mir das dann nochmal in Ruhe anschauen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir E-Mail-App, Design-App. Das ist auch bekannt für Huawei-Geräte, dass die halt eigene Designs für Emotion UI runterladen lassen. Irgendwelche Fitnessgeschichten, Telefonmanager. Ach, das ist wieder so ein vorinstallierter Clean Master. Vielen Dank, habe ich schon mit meinem AudioPerk NG Pro genug Probleme. Ich hoffe, dass ich den hier direkt ausmachen kann. Beim PerkNG hat das länger gedauert. Diverse Spiele, 7 Stück an der Zahl sind vorinstalliert. Das ist schon verhältnismäßig viel Bloatware im Vergleich zu dem, was ich sonst so in letzter Zeit hatte. Twitter, Facebook, Office, der To-Do-Liste, News Republic. Werkzeuge haben wir auch noch, natürlich. Ein Dateimanager, Uhr, Wetter, Rechner. Rechner ist normal. Taschenlampe ist mehr oder weniger normal. Kann ich hier, ne, deinstallieren kann ich so schon mal definitiv nicht. Und auf die App-Info komme ich an der Stelle auch nicht in den Spiegel. Das dürfte nichts anderes sein, als dass meine Kamera angesteuert wird. Ich muss natürlich noch sagen, dass ich damit einverstanden bin, dass das Ding irgendwas benutzt. Hier kann ich noch irgendwas vergrößern und hier seht ihr mich jetzt in voller Pracht oder so ähnlich. Ja, nützlich. Ich überlasse die Entscheidung euch. Ein Kompass ist noch drin, Vodafone Service ist drin. Okay. Ob das jetzt, ach, das könnte sein, dass es automatisch drin ist, weil ich jetzt eine Vodafone-Karte drin habe. Na gut, mich wundert hier wenig an der Stelle. So, ansonsten, also wie gesagt, es ist einiges an Bloatware vorinstalliert.
Kann man die Spiele vielleicht wenigstens deinstallieren? Probieren wir es mal. Ja, die scheine ich deinstallieren zu können. Da oben kommt jetzt nicht diese Systemanwendung, bla bla, sondern da kommt jetzt ein Mülleimer. Also zumindest das scheint zu funktionieren. Vielleicht bevor wir uns hier in die Einstellungen noch reinwagen, irgendwas, hier liegt gerade ein Schraubendreher rum, gehen wir ganz kurz auf die Kamera. So, ich starte und ich sage wieder, dass er alles benutzen darf und hier und aktiviere mich und was weiß ich. Datenschutz schön und gut, aber man kann echt alles übertreiben. So. Also, wollen wir mal sehen, eine Makroaufnahme ist es für einen klassischen Fotografen sicherlich noch nicht, allerdings komme ich verhältnismäßig nah ran, sage ich mal. Und Moment, das klingt besser, wenn man noch ein bisschen Klick machen kann. Achso, jetzt kann ich gerade nicht Klick machen, weil ich gerade. Okay, hier habe ich offensichtlich auf dem Lautsprecher-Button einen Auslöser drauf. Ist eigentlich auch ganz nett. Ja, aber die Geschwindigkeit ist, denke ich, relativ in Ordnung. Wie gut oder schlecht der Fokus an der Stelle ist, der sieht eigentlich auch sehr, sehr schnell aus. Für Mittelklasse wohlgemerkt, es geht immer schneller. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ins Menü rein. Das ist alles nicht das, wo ich hin wollte. Hier möchte ich hin. Einstellungen. Geschwindigkeit, wie gesagt, ist relativ schnell. Die Aufteilung hier ist mehr oder weniger auch wieder so typisch chinesisch wie beim Allview, also sprich Joni-Geräten. Nur mit besserer Übersetzung natürlich. Eine Dual-SIM-Verwaltung habe ich drin, das sollte klar sein. Datenverkehrsmanager macht auch irgendwas. Also das ist alles sehr stark angepasst hier. Ich persönlich, für diejenigen, die es nicht wissen, bevorzuge halt massiv den Stock-Android-Look and Feel. Aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass das Gerät hier dadurch schlechter wird oder so. Das ist einfach ach, nur gerade für mich als jemand, der halt jeden Monat ein neues Gerät in der Hand hat, eher schwierig, sich daran zu gewöhnen, was hier alles woanders ist, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Bildschirminhalt teilen soll heißen. Okay, das ist Miracast mehr oder weniger. Akkumanager, Energiesparplan, Leistung, geschützte Apps. Das, was im Hintergrund laufen darf. Ist schon eine ganze Menge, finde ich. Achso, nee, das ist nur das, was so angemalt ist. Warum das Office zum Beispiel im Hintergrund laufen muss, weiß ich nicht. Bei den meisten anderen Sachen kann ich es in irgendeiner Weise nachvollziehen. Arbeitet Datenspeicher. So, hier ist meine MicroSD-Karte ohne Neuformatierung erkannt worden. Also Excel-Format wird unterstützt. Finde ich bis hierhin sehr schön. Standardfahrt kann ich. Oh, sogar die Firma von meiner MicroSD-Karte ist drauf. Standardfahrt kann ich auf die MicroSD-Karte setzen. Da wird dann das meiste Zeug, was darüber gehen kann, darüber gesetzt. Ich wurde jetzt allerdings nicht gefragt, ob ich die MicroSD-Karte als Systemspeicher einfügen möchte, also hier so eine Art Fusion Storage, das ist unter Android Marshmallow dazugekommen. Möglich, dass auch Huawei diese Option deaktiviert hat. Samsung hat dies getan. Werde ich nochmal ein bisschen nachforschen. Schade wäre es in jedem Fall, weil das ist eigentlich eine der coolsten Eigenschaften neben den Leistungsoptimierungen von Android Marshmallow, dass man da die Möglichkeit hat, die MicroSD-Karte als vollwertigen internen Speicher mit einzubinden. Speicherbereiniger. Ja, Vorgang abbrechen, danke. Arbeitsspeicher, Leistung, Gesamtspeicher, durchschnittlicher Verbrauch etc. pp. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Update-Programm. Gibt es ein Update? Nach Update suchen. Keine Updates verfügbar. Okay. Über das Telefon können wir noch kurz reingehen. Komm her, hier so. Ding du. Android-Version 6.0. Telefonspeicher und so weiter und so fort. Patch-Ebene 1. April. Wir haben gerade irgendwas Ende Juni. Zertifizierung, CPU und so weiter und so fort. Nichts Spannendes, nichts, was ich euch schon erzählt hätte. Ich gucke nochmal kurz auf meinen Zettel, ob ich auch wirklich alles Wichtige mit drin hatte. Ansonsten wenden wir die ganze Geschichte nämlich hier langsam wieder. Soll noch was für den Testbericht überbleiben. Laut Huawei-Seite scheint es keinen 5 GHz WLAN zu haben. Es wird nur von 2,4 GHz gesprochen. Dementsprechend, da könnte es gerade innerstädtisch schon mal Probleme geben. NFC sei noch erwähnt, dass mit drin ist. Das seht ihr hier oben schon in dem Logo. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was zu einem vollständigen Unboxing noch fehlen würde. Dementsprechend bleibt mir nur,
wieder mal zu sagen, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe auf reges Feedback, rege Kommentare und natürlich auch auf YouTube, wenn ihr gerade im Blog unterwegs seid. Unter dem Video ist die YouTube-Seite verlinkt. Auf der YouTube-Seite gerne vorbeigucken, mal einen Daumen abgeben. Das sind so die Sachen, die mich immer besonders freuen, wenn sich da einer mal die Mühe macht, mich für meine Mühen quasi zu entlohnen. Ansonsten denke ich, so in grob 2 Wochen, wenn nicht wieder irgendein Wassereinbruch dazwischen kommt, sollte der Testbericht zu dem Gerät folgen. Ausführlicher Alltagstest, wo dann alles auf Herz und Nieren im Alltag getestet wurde, was dieses Gerät so dann tatsächlich zu leisten vermag. Ansonsten, wie üblich, war es das von mir. Ich bin der Björn für technophil.de. Tschüssi, ciao.